wie man mit feinem Gemüse und an Buttenfleisch wirklich gute pannonische Buttenspieße macht, seht's jetzt. Die Buttenspieße haben ein paar Vorteile. Erstens einmal, sie schmecken sehr gut. Dann sind sie sehr einfach zu machen, man braucht wirklich kein Kochkünstler sein. Und drittens einmal, sie gängen auch sehr schnell. Was brauchen wir alles dafür? Wir haben einmal das Buttenfleisch. In dem Fall bin ich hergegangen und habe so 2-3 cm große Würfel geschnitten. Ist ideal. Dann natürlich, um es pannonisch zu machen, Zwiebeln. Zwiebeln kommen unbedingt dazu. Dann kommt noch jegliches Gemüse, was ihr wirklich gern habt. In meinem Fall nehme ich Champignons. Ich habe auch Paprika genommen, so kleine. Die habe ich einfach in solche Stücke geschnitten. Paradeis kommen rein. Dann natürlich Zucchini. Die sind wirklich ganz was Feines. Zucchini gibt es ja bei uns im Burgenland en masse, vor allem im Sommer. Dann natürlich kommt der Knoblauch drauf. Der wird drüber gerieben. Vor allem der legt sich in die Soße rein von diesen Spießen, den Saft abgeben. Herrlich. Gut, Gewürze. Dann brauchen wir mal natürlich, um es wirklich pannonisch zu machen, ordentlich viel Paprika. Dann ein Majoran, ein frisch geriebenen Pfeffer, ein Salz und ein kleiner Trick. Ich gehe mal hin, nehme so einen Estragon-Senf und mit dem schmiere ich das Fleisch vorher ein. Das ist eine ganz gute Marinade, das macht sich super gut. Ja, dann natürlich ein bisschen Öl. Das werden wir dann nachher drüber geben, damit das wirklich schön softig bleibt. Ja, das war's gewesen. Gehen wir es an. Als erstes einmal müssen wir, wie gesagt, das Fleisch marinieren. Da gehe ich her, nehme diesen Estragon-Senf, lege ich einfach drauf und werde das jetzt einmal gut einschmieren, das Fleisch, damit da überall was hinkommt. Gut, weiter geht's. Ich muss sagen, dieser Estragon-Senf ist ziemlich scharf und die Augen brennen mir gleich. Habe ich nicht gerechnet damit, aber egal. Ich muss mal kurz die Hände waschen. So, bin schon zurück. Und jetzt geht es gleich weiter. Jetzt werden die Spieße gemacht. Dafür brauchen wir einfach einmal eine Kasserolle. Die nehmen wir daher. Was ich vorher nicht gesagt habe, logischerweise, man braucht solche Holzspießchen. Die müssen wir natürlich auch dazu nehmen. Gut, ganz einfach beginnen. Ich gehe jetzt da einfach her, nehme da jetzt so ein Stück, ich zerlege diese Zwiebel so und sticht da einfach rein. Ganz vorsichtig, dass man sie nicht in die Finger sticht. Immer so auseinanderhalten. Die Finger so und da geht das schon weiter. So macht man das. Stück für Stück. Wie ich schon erwähnt habe, dann nehme ich da ein bisschen Fleisch dazu. Wie ich schon vorher erwähnt habe, es ist nicht wirklich eine Kunst. Aber dafür ist es wunderbar gut. Und einfach Stück für Stück auf den Spieß raufgeben. Was habe ich noch nicht? An Zucchini habe ich noch nicht. Muss man schauen, dass man das ein bisschen verteilt, damit da nicht nur eine Sorte drauf ist. Natürlich, außer ihr wollt es so, dass jemand sagt, ich mag keine Zwiebeln, na, dann kommt halt keine Zwiebel drauf. Aber so geht das jetzt weiter. Und wenn ich dann beim letzten Spieß bin, dann sehen wir uns wieder. Jetzt bin ich schon beim letzten Spieß, der ist auch fertig. Kann die ein bisschen zusammenrucken alle. Kleiner Trick, da wenn ihr schaut, diese Spieße sind wesentlich kleiner. Die habe ich einfach abgebrochen, damit sie auch reinpassen. Da sind halt kleinere Spieße. Dann habe ich noch was, wenn so die Dinger, ein paar Champignons oder Paradeiser überbleiben, einfach reinlegen, müssen ja nicht unbedingt am Spieß oben sein. Jetzt geht es weiter, jetzt kommen einmal die Gewürze. Als erstes einmal wird alles gut gesalzen, damit da überall ein Salz hinkommt und dass das auch wirklich gut schmeckt. Seht ihr? Jetzt ruhig ein bisschen andrucken. So, dann kommt der Pfeffer drüber, der ebenfalls, ihr seht, es bleibt ja ganz schön haften auf dem Fleisch, so soll es auch sein. Und dann noch den Majoran, den auch da drauf. Und jetzt das pannonischste von allen ist natürlich unser Paprika, der kommt da natürlich rauf und das ergibt dann einen ganz, ganz, ganz wunderbaren Saft. Das schmeckt dann nachher wirklich ganz herrlich. So, das wär's und jetzt kommt da noch ein bisschen ein Knoblauch drauf. Der wird einfach drüber gerieben. Ihr könnt ihn auch mit der Presse nehmen, das ist ganz egal. Und wenn so ein Stückerl überbleibt, lege ich es nur auf Seiten. Überall verteilen, alles sehr gut. Und jetzt kommt natürlich eines noch, jetzt müssen wir das Öl drauf geben, damit das alles auch softig bleibt. Da gehe ich dann einfach her, das wäre es gewesen.
So schaut das aus. Gut, was ich vorher gesagt habe, bevor ich angefangen habe, diese Spieße zu machen, habe ich nämlich den Ofen aufgedreht. Ich habe den Ofen auf 200 Grad Umluft aufgedreht. Und jetzt kommen die mit einem Deckel für 30 Minuten in den Ofen. Ich werde aber nach ca. 20 Minuten werde ich diesen Deckel runternehmen, damit es ein bisschen und den Ofen ein bisschen heißer drehen, damit es ein bisschen knuspriger werden. Also rein in den Ofen damit. 20 Minuten sind vorüber. Ich nehme jetzt einmal den Deckel runter. Sehr heiß. Und jetzt können sie noch ein bisschen Farbe kriegen. Sie schauen schon wunderbar aus, die Spieße. Jetzt, durch das, dass sie offen sind, kriegen sie ein bisschen eine Oberhitze noch drauf. Und der Saft kann jetzt nicht mehr verdunsten. Deswegen war vorher der Deckel drauf, damit der Saft, der dann ausrinnt aus dem ganzen Gemüse und aus dem Fleisch, damit der nicht einfach im Ofen verdunstet. So ist er jetzt noch drinnen, schaut wunderbar aus. Lass mal 10 Minuten und dann sehen wir uns wieder. Halbe Stunde ist jetzt vorbei, die Spieße sind fertig. Schauen wir mal rein. Ja, die schauen ganz toll aus, ganz super. So müssen Spieße ausschauen. Ganz, ganz fasziniert bin ich. Sehr gut. So, meine Lieben, Ofen werden wir kurz einmal abdrehen. Schaut ganz herrlich aus, der Geruch. Es ist wirklich typisch pannonisch. Diese Paprika, dieses Paprikapulver, gemischt mit diesem Knoblauch und die Zwiebeln, einfach herrlich. Das ist Heimat, das ist Burgenland. So, liebe Leute, ja, so kann es gehen. Man muss einen Spieß, wie gesagt, nicht unbedingt auf den Griller legen oder in die Pfanne. Nein, man kann ihn auch so machen. Im eigenen Saft kann man ihn schmoren lassen. Ich hoffe, dass euch so gut gelingt wie mir. Vor allem, dass euch so schmeckt wie mir. Wenn es euch gefallen hat, gebt mir einen Daumen hoch. Abonniert meinen Kanal, dann seht ihr immer wieder solche Schmankerln. Ja, alles Gute und tschüss.